Hey Leute, herzlich willkommen zur sechsten Folge. Mal 2, 12 plus 1, 13. Ja, wir sind wieder zurück und hier ist gleich mal der erste Zettel. Ja, die letzte Folge, die war ja sehr amüsant. Ja. Wie werde ich mich mit diesem Tagebuch befassen? Desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern. Ich bin auf die alten Pumpen rumgestoßen. Ich habe gehört, dass das Abwasser auf der Insel hier behandelt wurde. Jetzt ein Trinkwasser. Ich schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal, dass es ein herbes Bestandteil ist. Ist das andere Glück. Das eine Pech ist das andere Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mercer es nicht braucht. Das ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Ich habe, glaube ich, schon heute 50 von solchen Zecken gelesen. Ich glaub, man wird da irgendwann irre, wenn man das zu lange spielt. Nicht funktionieren. Das war nix. Pass auf, ne? Das war nix. Maus ist tot. Boah, leck. Hardcore-leck. Hardcore-leck. Jetzt immer noch. Wow. Neues großes Gebiet. Ein Ofen. Ja, groß weiß ich nicht. Das ist für eine Ofengrafik. Und ich mach mal so eine Schreckskristall rein. Wirkt sich gar nicht. Das wird schon machen. Ah, das bist du? Beim Fotoshooting? Und das ist. Warte mal. Soll ich lesen? Hast du ein Tischtuch? Ja, ich hab leider was. Soll ich lesen? Ja, lies. Mercer hat mir gesagt, ich könne nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gäbe zu viel Arbeit für mich und ich könne nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Das ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Es ist komisch, hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendetwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Ha! Was noch ein Satz gewesen? Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden. Vor unserer Arbeit erschwert, ich hoffe, dem Kerl geht's gut. War noch nichts. Nein. Alles gepasst? Alles gepasst, ja. Rechts. Wir müssen anscheinend irgendwie so was reparieren, so ein Kurbel oder was auch immer das war. Körfel. Keine Ahnung. Das ist rotes Licht. Rotes Licht ist viel. Was ist für ein Zettel überall? Wieso lesen wir denn die ganze Zeit? Oktober 1932. Adam Patterson. Gewartet. Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Lest den ganzen Wartungszettel. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen. Wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich sollen hier unten niemand festsetzen und die Fähre von der Insel verpassen. Da war halt noch eine Kiste, ne? Nee. Achso, die kann man dann nicht mehr öffnen, wenn man... Ja, muss man stehen. Wieso denn? Ja, dann kann ich mir einen noch nehmen. Dann hast du ja insgesamt fünf sozusagen. Das ist clever gemacht. Gedacht. Ja, doch gedacht. Spaß. Cool. Die haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Werte behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch wird ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief. Aber sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,
Geht fast so nach. Nee, jetzt muss ich nicht mehr heiß. Hier geht's weiter. Weiter! Was ist denn los hier? Was ist denn los? Das Lappersturm! Was ist denn eigentlich? So noch ein Logo. Wir haben ein bisschen später angefangen halt, aber... Ach so. Du hast später gedrückt, oder? Ich hab gar nicht gedrückt. Ey, der Wald! Der Wald! Draußen? Wir müssen jetzt schwimmen, oder was? Jetzt in die Luft. Die Frösche. Ganz schön gesalzen. Wir haben schon fast durch. Ja. Alter, wie schnell können wir das raus? Hast du da nichts vergessen? Geh nochmal zurück, weil da drin warst du geil. Ich komm nicht mehr zurück. Ich will nicht klettern. Da war es eigentlich auch nicht geil. Das war auch nicht komisch. Ey, da müssen wir jetzt echt... Nee, komm auch nicht ins Wasser. Das ist auch vernünftig. Das ist ein bisschen kalt, das Wasser. Ich würde da wohl nicht reingehen wollen. Ich schon. Ey, da gibt dir mal das Ambiente. Schau es dir mal an. Sieht schon echt nice aus. Naja. Ich finde es schon echt cool. Gib dir den Mond. Voll oh, Mond, das ist nicht. Ganz nett. Vor allem fangen wir dann noch übel an, kommen noch Werwölfe. Stell dir halt vor, jetzt wird halt echt Werwölfe. Ich finde, das ist schon cool gemacht eigentlich. Ich habe nie ein Spiel gespielt, wo man so in der See war. Aber ich spiele auch nicht so viel Spiele. Du bist nicht so der Gamerboy. Nicht unbedingt. Oder der Schneidboy. Oh! Nichts drin. Immer noch nichts drin. Wieso? Vielleicht? Nein, mach ich lieber zu. Nichts drin. Oh. Sehr lag war das ein Penner oder war das ein... Das ist, sind wir. Beim Übernachten. Ich meine, wir müssen ja auch mal schlafen. Ja, so war's. Das ist doch eine Frau, dachte ich. Kann nie wissen. Heute ist alles heutzutage. Gibt's alles. Oh, benutzen. Ja, was passiert? Was passiert? Irgendwas explodiert. Weil gehen wir zum Gas. Folgt mal dem Schlauch. Folgt mal dem Gas. Kommt sie Mars, Mars. Oh. Petroleum. Kann ja nichts benutzen. Ach, ich muss anzünden. Ich werde damit gehen. Ah, ja, wahrscheinlich. Ich habe gedacht. Wie kann man werfen? E? E. Nicht getroffen. Ja, wie hätte ich den da treffen sollen? Ja, schlecht geworfen. Geht nicht, ne? Jetzt haben wir es verkackt sozusagen. Ja, ich hätte es geht anders. Soll ich den auch werfen? Tut doch mal Linksklick, hast du schon mal gemacht. Nee. Mach doch. Ich mach die ganze Zeit rechts und Linksklick. Ja, weiß ich nicht. Ja, dann warte noch ein bisschen. Ja, ne? Ich komme ja aber auch nirgendwo hin. Also. Space. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Wo ist deine Seilkiste? Ich hole das mal ganz genau um. Ich hab's schon längst gesehen. Echt? Nein. Was so. Ist da vielleicht eine Seilkiste rechts? Schau noch mal. Was ist da vorne noch im Steg? Auch nicht. Ist einfach noch nichts. Überall. Jetzt kommt dann die Info, eine Kiste mit Seilen können wir wegführen. Ich auch nicht. Hast du das da hingeworfen? Schau mal. Ist das ein Bug? Glaube ich nicht. Ja, das ist total offensichtlich. Geh nochmal zurück. Ob du was vergessen hast am Strand. Ich drehe dann nochmal. Kann ich da jetzt noch dran drehen? Nee, also irgendwie habe ich schon was richtig gemacht. Da muss wahrscheinlich irgendwo eine unendliche Flare-Quelle geben. Ich wette, muss anzünden. Ja, kann gut sein. Haben wir noch nicht, haben wir keine. Ne, deswegen ja. Und man muss sie ja bekommen, irgendwo. Ja. Sie können ja kein Level bauen, nee, das muss man nur ein Try. Auf der anderen Seite bist du gut angegangen schon. Ja, ja, bin ich schon. Eigentlich hier. Ja. Was war da so? Gesucht habe ich da aber nicht richtig. So ein Ast. Das ist nicht so. Ich kann also einen Laufstand nochmal benutzen. Und da ist aber nichts. Da war mit drin. Entschuldigung, was war da rein? Was ist denn das? Programm. Da oben sind Bäume irgendwie. Da müssen wir vielleicht hoch. Also das heißt ja auch Wald. Ja, Wald. Ja, im Wald ist es kalt. Boah, das ist vielleicht auch ein. Das ist gar keine Wald. Das ist ein unsauberer Schein. Aha. Mann, ist das. Wie können wir denn auch nicht hier durch? Wie fett sind wir denn? Wie fett sind wir denn? Fett? Ich würde schon sagen, dass wir so 20. Ich mach hier nochmal vor, vielleicht bringt mir das irgendwas. Du musst doch einfach nur F drücken. Ach so. So, Zettel. 18. Mai 1986 betrifft Jason Bertelli. Todesfall auf geplanter Baustelle. Mehrere Mitarbeiter haben die Wälder
Wald nach einem geeigneten Baugelände durchsucht, als sie in der Ferne eine Frau weinen hörten. Sie liefen los, um nachzusehen, aber der dichte Nebel schränkte ihre Sicht ein, woraufhin einer von ihnen in einen Brunnen stürzt. Du musst doch einfach einen Linksklick drücken, ich denke mal, das ist ein Bug. Das glaube ich nicht. Hast du noch nicht gleich, was du draufklickst? Nee. Das wird ja auch angezeigt werden. Das wird bis jetzt immer angezeigt. Du kannst doch nicht rüberklettern, das ist doch voll unlogisch. Ja, natürlich ist es unlogisch, auch behindert gemacht, tut mir leid. Wir sind jetzt alles reinspammen, die ganzen Infos. Ist das denn so blöd oder was? Was soll denn der Schlauch auch bringen? Ich hätte da keinen Plan, was das bringen soll. Irgendwas anzünden. Ich kann hier einfach Flares rausnehmen. Dann hast du wieder einen Flare gekriegt. Und das ist so geil. Das kann man nicht so bauen, das Level. Jetzt habe ich 3 Signalfackeln bekommen. Hä? Okay, du brauchst wahrscheinlich doch Signalfackeln. Was hast du jetzt richtig gekriegt? Keine Ahnung, wenn man da irgendwie komisch reinklicken muss. Wie soll man die denn werfen? Wie kann man die denn drauf werfen? Vielleicht muss ich... Ach so, ich weiß, wie ich es mache. Was denn? Du musst einfach da links klicken. Ach so, ja, schon. Hm. Ja, ich nutze das alles. Der Gas kann, oder? Ja. Dann wäre sie jetzt nicht so vorbeigekommen. Dann musste sie jetzt erst alles in die Luft sprengen, die gute Dame. Kannst du noch ein Signalfackel holen? Ja, stimmt. Brauchen wir sich nur. Ja, bist du doch nicht direkt draufgekriegt, oder? Ja, ja, stimmt, aber das ist auch irgendwie ungewohnt. Ja, okay. Lass mal kurz verschieben, die Kiste. GNC Investments, 19. Mai 1986, Jason Bertelli. Es wird vermutet, dass er den Sturz überlebt hat, aber später seine Verletzung erlegen ist. Der Verlust der Augen ist ungeklärt, obwohl manche glauben, es könnte sich während des Sturzes ereignet haben. Die Ärzte wollen eine Autopsie durchführen, aber wir werten die Angelegenheit als Unfall und wenden uns anderen Dingen zu. Die Familie des Verstorbenen wurde benachrichtigt. Schade. Das müssen wir also jetzt hinschieben. Ja. Das wird aber eine Konzentration weit, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja. Scheiße. Der Wald hier wird dann schon noch ein kleines Höhepunktchen. Würde ich mal beraten. Diese Mechanik. Das ist echt arg. Das geht gar nicht, tut mir leid. Das hätte ich auch noch irgendwie optimieren können, oder? Ja. Oder man hätte es einfach weg. Jetzt können wir hier rein, ne? Schau dich mal um. Da gab es nichts, glaub mir. So sicher eine schöne Aussicht da oben. Zeitung. Ja. Am 16. Juni 1939. Charter Boot fängt Feuer. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kaipling. Diesmal hat das Charterboot Compass Lily mit einer Umrundung der Küste von Mid Island Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollten sich 1342 Personen an Bord befunden haben. Letzten Bestätigungen Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht und dort erst versorgt. Okay, so war das. Datum 26. Mai 1986. Betreff unerklärliche Vorfälle auf Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen. Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtetwerdens scheint alle Arbeiter erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht. Dort haben die Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen. Wo bist du hier gerade? Das ist eine Werft, oder? Ja, irgendwie sowas. An so einem Hafen irgendwie. Keine Ahnung. Ja, lass mal zurück. Wie viele Zettel sind das? Das war eine lange Woche. Und sie wird noch viel länger. Alle haben nach dem Bootsunglück extra Schichten gearbeitet. Niemand weiß mehr, was man sich noch sagen soll. Meine Schwester ist auf dem Boot gestorben. Aber ich gebe trotzdem alles. Diese Patienten brauchen uns, selbst jene, die nicht mehr als ausdruckslos ins Leere starren können. Selbst jene, die mit ansehen mussten, wie ihre Freunde und Angehörige wegen einer Wahnsinnigen ertrinken und diesen Albtraum immer wieder durchleben. Wir tun alle, was wir können, weil wir es müssen. Schwester Elizabeth, Daniels hat mich schon weiter. Charterpunkt fängt Feuer, das ist das letzte. Nee. Oder? Sicher? Keine Ahnung.
Das hatten wir doch schon. Ja, ihr könnt ja privat lesen. Ja. Egal. Du musst ja nicht alles lesen. Das war das dasselbe. Oder war das ein zweiter Teil? Ich glaube, es war ein zweiter Teil. Ach so, okay. Nicht so wichtig. Einfach so ein Boot hat Feuer gefangen. Und jetzt nur dann Angst. Das ist das Boot, glaube ich, oder? Wie es brennt. Irgendwie eher ein Haus. Das ist kein Boot. Und sie ist ja kein Boot. Das ist ein Haus, das brennt. Dann ist es ein Boot. Egal. Vielleicht ist es ein Hausboot. Dann geht's weiter. In den Wald. Wieder. Gib dir den Wald. Wie geil ist das denn? Cool, ja. Das müssen wir halt Relikte finden. Das ist ganz da gibt es jemanden. Wie groß das Gebiet ist auf der Karte? Fuck. Nee, das, wir müssen das Ende jetzt finden. Alter, das ist ja... Machen wir noch ein bisschen das was in der ist der Labyrinth überhaupt. Hier braucht sie echt, die kann ganz ja super dich einfach verstecken. Bleib mal ein bisschen am Rand, um die Mappen also. Cool. Kannst du ein bisschen rauszoomen auch bei der Karte, oder? Ja, stimmt. Weil die braucht man ja nicht so reingezoomt haben. Na, schon recht groß, das Ganze. Okay. Fuck. Ja, das wird nicht ich geh mal da in die Mitte und schau mal, was. Wir müssen noch 5 Relikte finden. Mhm. Gar nicht sehen. Wieso auch immer. Ja, was das Ende ist. Da hab ich keine Lust, beim Glücksein zu holen. Ja, hier ist irgendwas. Ey, da! Fuck. Da hängen Leichen im Baum. Hier sind irgendwelche Signalfackeln wahrscheinlich auch wieder drin. Ja. Steht ja auch außen dran. Naja, stimmt so. Ja, mir genug. Kannst du gerne mal benutzen, wenn du magst. Ja, wir wissen jetzt ja nichts, was bringen würde. Was ist hier unten gewesen? Ach, wir waren da eigentlich noch nirgendwo. Nee, keine Ahnung, was da gewesen ist. Ey, wir haben ein Haus. Ey, ist das Ziel, die halt wieder. Das Ende. Das Ziel ist es hier, oder was? Anscheinend, ja. Ne, das ist das Ding, wo wir das Ziel wieder finden. Achso, so. Okay. Also, vielleicht merkst du das kann mal, gar nicht wo das war ungefähr. Ja, bei den Punkten. Das wird eh davor eigentlich ah, schon das angezeigt, was ja. Gut. Joey. Einige der Leute sind stinksauer. Jeden Morgen verschwindet etwas anderes aus der Nacht davor. Außen sind wir schon weit über den Budget. Die Unfälle reißen nicht ab und es ist, als ob jemand unsere Arbeit über Nacht sabotiert. Manche wollen ihr Geld zurück und den Job hinschmeißen. Was soll ich tun? Stahlbrecher anheuern? Streikbrecher? Brian. Stahlbrecher? Brian! Entschuldigung. Der Joe. Witz. Brian. Wir müssen die Aushebung des Fundaments für den neuen Krankenhausausbau fürs erste aussetzen. Einer der Arbeiter hat während der Grabung menschliche Überreste in einer Kieferholzkiste entdeckt. Wir haben noch niemanden vom Krankenhaus darüber in Kenntnis gesetzt und ich habe das Team angewiesen, es für sich zu behalten, bis wir die weiteren Vorgehensweisen bestimmt haben. Die Leiche selbst macht einen sehr alten Eindruck. Ich glaube nicht, dass wir jemanden informieren sollten, wenn wir nicht müssen. Vor allem mit der zunehmenden Besorgnis über bedauerlichen Unfälle, die wir hatten. Joe. E. Nee, Joe. Ist ein Engländer, Mann. Joey, kannst du auch sagen? Nee. Joey. Nee, das weiß keiner. Joey. Ist denn Joey? Joey. So ein lamer Name soll ich nicht heißen. Joey, klar, das ist doch. Ich dachte schon. Weil du brauchst nichts mehr. Nee. Das ist ein Friedhof, Alter. Das ist ein Zettel. Ein Grab halt. New Kipling Meritz. 11. Januar 1986. Krankenhaus und naja genau. Vor Wiedereröffnung. New Kipling und GNC. Das sind diese Investmentwörter. Investment Scope haben sich zusammengeschlossen, um mit allen zu modernisieren und eine Hospizbetreuungseinrichtung zu richten. Dank großzügiger Spenden von GNC wurden Krankenhäuser von mit allen bereits renoviert und wieder zugänglich gemacht. Nach Fertigstellung des Hospizes werden Krankenhausmitarbeiter überstellt und das alte Krankenhaus wird abgerissen. Schade eigentlich. Und Kipling ist erfreut über die Gelegenheit, diesen wichtigen Bestandteil der Stadtgeschichte wieder aufleben zu lassen. Was? Was? Du nicht? Du weißt, was da noch was war. Achso. Lest dir mal das Grab durch, weißt du, wer begraben liegt. Ah, doch, stimmt. Sehe ich schon fast. Lohnt sich kommen noch für eine neue Folge, ne? Tschüss, Investments zum Hauptmann. Alle Vorarbeiter, bitte verständigen Sie die Arbeiter, dass morgen früh ab 9 Uhr ein Prüf- und Bewertungsverfahren der Bodengüte durchgeführt wird.
Bitte wählen Sie zur Unterstützung 2 bis 3 Ihrer verlässlichsten Arbeiter. Alle anderen sind aufgefordert, die Baustelle zu verlassen und sich bis zum nächsten Morgen auszustempeln. Für Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an das Hauptbüro. Vielen Dank, GNC Investments. Sonst war ich nicht mehr. Sache. Aber den Grabstein wolltest du sehen, gell? Ich wollte sehen, was er drauf spielt. Nee, doch nicht. Was sie geschrien hat, die Dame. Er wird uns erschrecken, glaube ich. Die machst du wahrscheinlich raus. Was? Was nee. Hier los schon? Das ist ein Blechfilter. Das ist ein liebes hier Schmetterlings. Was haben wir schon? Joey. Ich habe. Warner. Warner. Warner und Morgan. Fand ich lustig. Du hast ein Gutachtungsteam ausgewählt. Sie werden mit der Pfahlramme den gelockten, lockerten Boden nach dem Test stabilisieren. Brian. Ich finde es wirklich die Namen Brian, Joe, Warner und Morgan lustig. Schönes Armutszeugnis. Ja, ich weiß gar nicht, wieso die Namen. Das sind viel zu viele Zettel. Jesse Francis, Mr. Francis ist in der Grube gestürzt. Ja. Den wir kurz davor, jetzt haben wir alle gelesen, geschüttet haben. Er lebt, aber er wurde in die Notaufnahme des mit einem Hospital gebracht, um seine Lungen auf Rückstände zu überprüfen. Sein Einsatz soll morgen eintreffen. Fehlte den Einsatz von Wachpersonal, da dies bereits der dritte Vorfall war, bei dem jemand auf unerklärliche Weise gestürzt ist. Fange an zu glauben, dass sie gestoßen wurden. Oh, fast tot. Ich nehme mal so eine Fackel. Gute Idee. Wie schnell ist das gewesen? Alter, zwei auf einmal. Das ist einmal, ja. Das krass. Das ist egal. Wie also machen wir das eigentlich die Folge? Machen wir jetzt einen Cut machen? Weil das ist eigentlich echt zwei. Fast aus. Ja, ist halt eine kleine Folge am Schluss noch. Kann halt jetzt eigentlich zum Ende. Ja, okay, ja, okay. Ja, dann machen wir noch eine Folge. Das im nächsten Part. Dann werden wir noch die Credits und so. Die Leute, die jetzt natürlich zuschauen, es geht leider erst im nächsten Part weiter. Ja, gut, dann bis zum nächsten Part. Servus. Servus.